sagen wir echt mal. Wir als Muslime, wir sollen den Propheten Mohammed, Frieden und Segen mit ihm, verteidigen können. Und die Nicht-Muslime sollen einige Eigenschaften von ihm lernen. Oder sollten einige Eigenschaften von ihm mitbekommen, wie er gewesen ist. Weil oft wird das Bild von ihm völlig entstellt, sowohl von Muslimen als auch von Nicht-Muslimen. Ich möchte hier ganz kurz über eine Eigenschaft von ihm reden, wie er gelebt hat, wie er zum Leben stand, wie bescheiden er, der Prophet Mohammed, Frieden und Segen mit ihm, wie bescheiden er gelebt hat. Und das beste Beispiel ist, der Prophet Mohammed, Frieden und Segen mit ihm, war in der mekkanischen Zeit ein angesehener Kaufmann. Er gehörte zu der nobelsten Familie, nämlich zu Banu Hashim. Er hatte genügend Geld, hatte sehr viel Anerkennung. Und er hätte ein Führer von seinem Stamm werden können, durch seine Abstammung, weil seine Vorfahren waren beispielsweise Hashim gewesen, war Abdul Muttalib gewesen, der praktisch der Führer der Mekkaner gewesen ist, das war sein Opa. Dann der Uropa war Hashim gewesen, der ganz bekannt war auf der ganzen arabischen Halbinsel. Dann einer seiner Vorfahren war Hussein, auch einer der Führer von Mekka. Das heißt, er wäre auf dem besten Weg gewesen, wenn er einfach so weitergelebt hätte, hätte er der Führer von Mekka werden. Aber er kam plötzlich mit einer Botschaft von Allah, die dazu geführt hat, dass aus dieser anerkannten Person, aus dieser beliebten Person, jemand wurde, der von der Gesellschaft bekämpft wurde. Den sie beschimpft haben, den sie beleidigt haben, den sie mit Innereien beschmissen haben, den sie verletzt haben, den sie mit Steinen beworfen haben, den sie versucht haben zu töten, den sie vergiftet haben, man hat es überlebt, alles drum und dran. Das heißt, dieses Leben, dieses gemütliche Leben, was er hatte zur damaligen Zeit, wurde durch die Botschaft völlig verändert und es gab jahrelang absolut keinen Lichtblick, dass er aus dieser Unterdrückung irgendwann mal herauskommt. Diese geschichtliche Tatsache sollten wir als Muslime, den Nicht-Muslimen, immer vermitteln. Und die sollten, die Nicht-Muslime, die sich dieses Video angucken, sollten die wissen. Und die sollten darüber nachdenken. Wenn jemand behauptet, dass er ein Prophet ist, irgendeine Person sagt, er ist ein Prophet, dann gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Entweder ist er ein Prophet oder ist kein Prophet. Und wenn er kein Prophet ist, dann ist er entweder ein Lügner oder ist jemand, der irregegangen ist. Der denkt, er würde die Wahrheit sprechen, aber der ist aus irgendeinem Grund nicht gegangen. Wenn wir jetzt darüber reden, warum ist jemand ein Prophet, warum behauptet jemand ein Prophet zu sein, dann fängt man an mit vielen Sektenanhängern. Wie vielen Sekten, wo der Sektenanhänger bzw. der Sektenführer viele Gelder scheffelt. Und deswegen ist es plausibel, dass gerade hier im Westen, wo man so viele Sekten schon gesehen hat, dass man denkt, wenn jemand behauptet, er kommt mit einer neuen Religion, dass er vielleicht jemand ist, der einfach nur materiellen Gewinn haben will. Er will Frauen gewinnen, er will Geld haben, er will Macht haben, etc. Doch wenn man sich das Leben des Propheten Mohammed, Frieden und Segen mit ihm anschaut, sieht man, dass dieses Motiv unmöglich vorhanden gewesen sein kann. Warum? Weil er dadurch, dass er zum Islam gerufen hat, seinen Status nicht erhöht hat, sondern ganz im Gegenteil, er wurde von heute auf morgen ein Bekämpfter. Jemand, der um sein Leben bangen musste. Jemand, der sich 3 Tage in der Höhle verstecken musste, weil ihm Horden hinterher waren, die ihn töten wollten und er schwach war. Und trotzdem sieht man sein Vertrauen zu Allah, dass er immer weiter gemacht hat. Dann plötzlich, nach über 13 Jahren eingeengt sein, schafft er es tatsächlich, einen Staat zu haben. Und dann nach ungefähr 21 Jahren
Nach 21 Jahren beherrscht er die gesamte arabische Halbinsel. Er hat es tatsächlich geschafft. Von 0 auf 100. Entweder weil er ein Genie ist oder weil er vorzügliche Eigenschaften, Charaktereigenschaften hat oder weil er beides hat, weil er ein Genie ist und vorzügliche Charaktereigenschaften hat. Und wir sagen, der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, war ein Genie mit vorzüglichen Charaktereigenschaften. Aber unmöglich ist das, was die Islamhasser immer erzählen. Wenn wir das einfach nur, natürlich, wir sind sowieso überzeugt von unserer Sache, aber wenn wir das einfach auf die Waage der Gerechtigkeit legen, ist es unmöglich, wie die Islamhasser sagen, jemand, der völlig daneben war, vom Charakter, und jemand, der gleichzeitig dumm gewesen ist, Auto wieder. Bürger Lanz bewahren. So, aber jetzt kommt der Beweis für seine Wahrhaftigkeit, für seine Bescheidenheit, wie er gelebt hat, als er plötzlich die Macht über die gesamte arabische Halbinsel hatte. Das heißt, er hat jetzt Handelswege in der Hand zwischen dem Jemen und Äthiopien und Syrien und dem Römischen Reich, beziehungsweise dem Byzantinischen Reich. Er hat die Handelswege in der Hand. Das heißt, er könnte jetzt in einem Schloss leben, einen roten Teppich ausgefahren haben und ein Leben in Saus und Braus führen. Und wie lebt der Prophet in dieser Zeit? In dieser Zeit lebt der Prophet, Frieden und Segen mit ihm, so, dass er in einer Lehmhütte praktisch wohnt, wo es durch das Dach reinregnet, und er schläft auf einer Palme, praktisch einer Matratze, man kann das gar nicht Matratze nennen, Palmwedel, sodass man die Striemen davon auf seinem Gesicht sieht. Und in seinem Haus gibt es nichts anderes, außer als ein Maß Gerste und ein Behälter Wasser. Und manchmal leidet er an Hunger, weil er all das, was er hat, den Armen weitergibt. Und Omar Khattab kommt zu ihm in die Wohnung rein und sagt, und fängt an zu weinen, als das Haus ist. Weil seine Tochter Hafsa war die Frau des Propheten, eine Frau des Propheten. Und er sagt, guck mal, der Kaiser, wie der lebt, der Kaiser von Byzantinien und Kisra, der Führer der Perser. Und du lebst so, du bist der Gesandte Allahs hier, du lebst so arm, wie du lebst. Omar Abul Khattab musste weinen. Und dann sagt der Prophet zu ihm, Herr Omar, reicht es dir nicht, wenn wir dafür das Jenseits für uns alleine haben? Und deswegen, weil der Prophet Mohammed so war, konnte er die Herzen erobern. Viele Muslime glauben nicht an den Propheten Mohammed, weil uns einer dazu gezwungen hat. Wir sind überzeugt davon. Und das ist das, was die Leute auch am Anfang überzeugt hat. Die haben keine Reichtümer dadurch bekommen. Seine Khalifen, Umar al-Khattab selber nachher, als er Khalif geworden ist, ist er nach Jerusalem gegangen, um den Schlüssel von Jerusalem entgegenzunehmen. Mit einem Reittier, mit einem Kamel, soweit ich weiß, auf jeden Fall ein Reittier. Und Omar Khattab hatte ein Kleid an mit 13 Flicken. Der war der Führer der Welt, der größte Führer der Welt. Aber der Prophet Mohammed, Frieden und Segen mit ihm, war sein Vorbild. Er kommt an mit einem Kleid mit 13 Flicken nach Jerusalem. Die Führer von Jerusalem wollen ihm den Schlüssel übergeben. Und wie kommt er an? Er kommt mit einem, sozusagen einem Diener an. Und sie wechseln sich immer ab, mal wie Omar, der Führer der Gläubigen, einer der größten Herrscher der Zeit, weil der Prophet Mohammed, Frieden und Segen mit ihm, sein Vorbild war. Eine Zeit geht Omar und der Diener sozusagen reitet, dann eine Zeit reitet Omar und der Diener geht zu Fuß, und eine Zeit gehen sie beide und geben dem Reittier Zeit zum Ausruhen. Den ganzen Weg von Medina bis nach Jerusalem, durch die Hitze, alleine. Und dann kommt Umar al-Khattab an, vor Jerusalem, und die Leute warten.
Die sind da am Stehen, sind am Gucken. Das ist die Erziehung des Propheten. Sie sind am Stehen, am Gucken. Ja, wo ist der denn? Wo ist denn der? Wo bleibt der denn? Und dann sehen sie, ach, da kommt der, ach, da kommt der. Dann sehen die, wer ist er denn? Wir kennen das hier von den Byzantinern, von den Persern, kennen wir Fanfaren, Trompeten, rote Teppiche, Gold, Geld, dieses, jenes, da ist eine Person. Wer ist denn der oder der? Und der hat 13 Flicken an seinen Klamotten. Und dann kommt Abu Ubaidah ibn al-Jarrah zu ihm und sagt, O Amir al-Mu'minin, Führer der Gläubigen, diese Leute lieben den Prunk. Es wäre vielleicht besser, du hättest dir was Schickes angezogen. Da macht Umar al-Khattab, ihr wisst, was Umar al-Khattab für ein Mann war. Schlägt ihm so auf die Brust. Boom. Wenn der so auf die Brust schlägt, dann bricht der jeder normal Sterbliche bricht zusammen und sagt, Abu Ubaidah, dass ich das von dir hören muss. Von dir, du sagst das? Wir sind ein Volk. Nahnu kaum azzana Allahu bil Islam. Fa idh ibtagayna al-izzata bi ghayri adalla ma Allah. Wir sind ein Volk. Allah hat uns Macht, Stärke, Ehre durch den Islam gegeben. Wenn wir unsere Ehre, unsere Macht, unsere Stärke in etwas anderes suchen, das heißt im Prunk, im Reichtum, ja, etc., wird Allah uns erniedrigen. Warum hat Umar al-Khattab das gesagt? Weil sein Lehrer, der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm war. Das ist das bescheidene Leben, was der Prophet uns weitergegeben hat. Und deswegen lieben wir ihn. Für die Nicht-Muslime. Macht euch mal Gedanken, wie es sein kann, dass ihr so viele schlechte Sachen über den Propheten Mohammed gehört habt. Ja? Und dass es da überhaupt über 1,5 Milliarden Menschen gibt, die ihn leben und die für ihn sterben würden. Das muss man sich mal Gedanken darüber machen, ob das wahr sein, die 1,5 Milliarden einfach nur so bekloppt sind in der Börde. Ja, die haben alle keine Ahnung, oder wie. So. Ihr habt gerade einige Geschichten gehört. Für die Muslime nehmt die Informationen. Und für die Nicht-Muslime, nehmt die Information auch. Möge Allah, der Allmächtige, uns alle recht leiten.